Wie hast du ein Deal bekommen? Dein Rap ist langweilig. Ja, ich weiß, erwachsen werden ist schwer. Vieles andere nicht. Also mach es dir nicht unnötig schwer. Meine Tinte ist wasserunlöslich. Deine hingegen verschwindet, wenn es nieselt. Und dein Manager dich im Backstage vor deinem Videodreh stiefelt. Unsere Zwischenräume finden keine zeitgerechte Verbindung. Ich mach nichts Besonderes, ich verbreite schlechte Stimmung. Dein Rap ist ein Hilfeschrei und beschränkt sich auf Tatütata. Und dass die Wichsen deines Vaters für Taschentücher bestimmt war. Du bist nicht der Unverwüstliche, sondern der übliche Dreck. Ich wisch dich kostenlos weg als Retro-Gott der Großzügige. Du bist die gefügige Version von Aufmüpfigkeit und damit ein Paradebeispiel für Unschlüssigkeit. Nein, es muss nicht sein, vielleicht sollte es nicht. Wäre ich ein Goldschmied, ich vergoldete dich. Und das meine ich nicht als Wertsteigerung, sondern Erweiterung deines Geltungsbereichs. Und als Anhänger einer Goldkette könntest du vielleicht einem deiner Lieblings-Wack-MCs etwas näher kommen, wenn er dich auf Auftritten trägt. Im Laufschritt beweglich einiges weniger durch eingeschränkte Wahrnehmung. Das ist der erste Grundsatz zur Erfüllung deiner Vorsehung. Cause it doesn't last long. They call it five minutes of fame. Cause it doesn't last long.